English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen für euch, ein super hübscher, leider auch ein klein bisschen garstig. Ne? Vielleicht hört er ihn sogar fauchen, wenn ich ihn hier an mein Mikro halte. Aber dann beißt er mich auch gleich noch ins Gesicht womöglich. Er hat mich schon zum Fressen gern. Ein Tigerpython Piebald in dem Fall. Ne? Also mittlerweile gibt es auch bei den Tigerpythons die Piebalds. Ja, irgendwie fixiert er mich. Kleine Tiger, also Tigerpython an sich wären ja völlig brav, völlig zahm, wenn sie ein wenig größer sind. Als kleine sind sie tatsächlich öfters mal so garstig wie der hier. Wahrscheinlich brauchen sie das in der Natur, um sich gegen alles zu wehren, was denen zu nahe kommt. Aber wie gesagt, klein bisschen, oder wenn man sie dann regelmäßig hantiert, also ein, zwei Wochen lang zur Not mit Handschuh hantieren, dann werden die völlig brav und zutraulich. Ja, mich hat er jetzt tatsächlich schon einige Male hier erwischt. Ach so, genau, wieso ich ihn euch zeige. Wie gesagt, mittlerweile gibt es auch Piebald bei den Tigerpythons. Also ich bin eh ein Farbfan und vor allem auch ein Piebald-Fan. Und jetzt diese Tigerpython auch als Piebalds zu haben, finde ich super toll, super spannend. Und deswegen wollte ich euch den heute hier zeigen. Wie gesagt, auch wenn er mich wenig zum Fressen gern hat, hier der Kollege. Wir haben es im Intro schon gesehen. Blöderweise, guck, da geht's schon los. Ich dachte, ich komme jetzt drum rum, mich hier nochmal beißen lassen zu müssen, weil die im Intro, das war nicht mal beabsichtigt mit diesem Piebald-Tigerpython, dass der mich so zerlegt hier an verschiedenen Stellen. Dann sagte Flo hier mit der Kamera, er hat es leider nicht drauf, wie sie mich gebissen hat. Also müssen wir es letztendlich nochmal probieren. Vom Beißen selber, guck, aber der Gag ist, wenn man es, aber doch, jetzt hat sie gebissen. Der Gag ist, wenn man es will, dass sie einen beißt, dann beißt sie einen meistens, oder dann funktioniert es nicht. Das hat man schon in verschiedenen Folgen. Doch, die hat mich jetzt hier gleich ein wenig erwischt und hier am Daumen auch und hier jetzt auch nochmal. Jetzt tut sie noch Koten, was noch schlimmer ist, wie es beißen, meiner Meinung nach. Also, was ich euch hier zeigen will, ich will hier nicht den dicken Max spielen oder die große Show abziehen, sondern dass ihr einfach seht, wie es aussieht bei einem Tier in dieser Größe. Ich habe bewusst diese Größe gewählt. Hätte ich jetzt irgend so eine kleine Kornader genommen, da merkt man gar nichts. Würde ich was Größeres nehmen, zum Beispiel so ein adulter Königspython, hoppla, dann tut es noch deutlich mehr weh. Dann tut es auch mir weh. Das hier ist was, das zwickt kurz, man erschrickt kurz. Aber das war es dann eigentlich schon fast gewesen. Wie gesagt, dieses Gekote, das finde ich fast schlimmer, vor allem wenn man es an die Klamotten kriegt. Das finde ich, stört mich mehr, wenn ich mal Tiere einpacke oder wenn man die versorgt oder bei der Geschlechtsbestimmung. Ne? Das ist so der Klassiker. Ne? Da muss man hier ein ganz Schwänzchen hin. Das können die eh nicht so leiden und dann beißen sie. Dann finde ich es aber schlimmer, wenn die mich ankoten wie beißen. Ja, das ist eben das Thema unserer heutigen Folge. Was mache ich jetzt? Oh, jetzt hat sie nochmal gebissen. Was mache ich jetzt mit diesen Wunden? Wie versorge ich die richtig? Das möchte ich mit euch besprechen heute. Wie gesagt, ich habe jetzt bewusst keine so große Schlange genommen. Das, was wir jetzt gesehen haben von der Größe her, ne, so ein junger Tigerpython oder ein junger Königspython oder eine Kornader, würde ich sagen, bis zur adulten Größe, wenn die beißt, es tut nicht sonderlich weh, also man erschrickt, es ist wegen vielleicht so, mittlerweile ist ja bald jeder tätowiert, es hat wegen was vom Tätowieren so, es ist so ein kleiner Schmerz, der aber okay ist. Wenn sie dann mehrmals zubeißen, meiner Meinung nach, umso öfter sie beißen, dann irgendwann nervt es doch ein bisschen, ne? Dann tut so der zweite, dritte, vierte Biss, fängt langsam schon an weh zu tun, weil es einen einfach so wegen nervt oder sowas, ne? Oder ein wenig, ja, jetzt übertrieben gesagt, einen selber dann ein wenig aggressiv macht, wenn man sich denkt, ah, jetzt tut es doch ein wenig weh.
um euch einfach einen Vergleich zu geben. Wir haben ja gerade gesprochen, es ist definitiv nicht so wie ein Bienenstich oder ein Wespenstich, ne, der da gleich wunderbar was wehtut. Ne? Das sieht man ja, so eine Kleinigkeit kann ja nicht so wehtun. Wie gesagt, das gilt für die Größe, wie wir es jetzt gesehen haben, werden die Tiere größer. Ausgewachsener Königspython, würde ich mal sagen, ist blutet gleich ein wenig mehr, ist auch noch vertretbar, alles so bis gut 1 Meter. Wenn es dann drüber geht, 1,50 Meter oder gar 2 Meter, dann wird es schon deutlich blöder, dann werden die Wunden deutlich größer, blutet deutlich stärker. Das ist dann schon viel unangenehmer. Da würde ich schon deutlich mehr aufpassen, bei einer großen Boa zum Beispiel mit 2 Meter oder drüber. Ne? Da sind die Zähne auch einiges länger, dann geht es bis auf den Knochen und dann wird der Biss, wie gesagt, unangenehmer, dass ihr einfach wegen mehr aufpassen müsst. Zu den Bissen selber vielleicht noch kurz, muss man ein wenig unterscheiden. Das, was wir jetzt gesehen haben, sind alles so Abwehrbisse. Ne? Der ist genervt von mir, der will nicht, dass ich ihn anlange und deswegen beißt er mich, weil er sagt, komm, lass mich in Ruhe. Was auch passieren kann, ist so ein Beutebiss. Ne? Wenn ihr zum Beispiel am Füttern seid, selber nicht aufpasst oder nach dem Füttern, die Schlange denkt, ach, da kommt nochmal Futter. Ihr habt die Hand drin, die denkt, da kommt nochmal Futter, die beißt zu und umwickelt euch. Das ist ein sogenannter Beutebiss. Der tut vielleicht noch ein bisschen mehr weh, weil die Schlange dann festhält auch. Ne? Die lässt dann nicht gleich wieder los. Das ist ein bisschen unangenehmer und vor allem habt ihr die Schlange dann an der Hand oder am Finger oder wo immer sie euch gebissen hat und lässt im ersten Moment nicht los. Was mache ich, damit sie loslässt? Ein Trick von mir, habe ich euch schon ein paar Mal erwähnt, ist das Reinpusten. Ne? Wenn die Schlange zum Beispiel am Finger ist, versuche ich der richtig, richtig stark ins Maul reinzublasen. Ne? Also nicht so ein bisschen pushen, sondern richtig so volle Pulle. Ne? Weil das für das Tier wahrscheinlich unangenehm ist, dieser Luftzug ins Maul. Ne? Also der muss natürlich auch nicht aufs Maul drauf, sondern ich versuche, der ins Maul reinzupusten. Ne? Oft erschrecken die und lassen dann in dem Moment los. Das kann man 2-3 Mal machen. Das hilft ziemlich gut. Was nicht ratsam ist, wenn ihr so einen Beutebiss habt, wenn ihr anfangt, an der Schlange rumzuziehen, ne? Umso mehr ihr an der Schlange rumzieht, umso fester umwickelt die, umso fester beißt die zu. Das hilft in der Regel fast gar nichts. Ne? Also entweder ihr macht gar nichts, legt die Hand auf den Boden, was auch oft hilft, ne? Wenn ihr die Hand ablegt, weil in dem Moment spürt die Schlange den Boden und merkt, okay, da lief was falsch und kann wegkriechen. Ne? Wenn ihr die hochhaltet oder wie gesagt dran rumzieht, kann die ja nicht abhauen. Also ihr könnt die Hand ablegen, dann kann sie probieren wegzukriechen. Ihr könnt, wie gesagt, das Reinpusten machen oder beides zusammen. Ne? Ihr habt sie an der Hand. Pustet rein, sie kann abhauen. Wenn das Reinpusten nichts hilft, was auch eine Möglichkeit ist, unter das fließende Wasser zu gehen, unter den Wasserhahn. Ne? Jetzt schwenkt der gleiche Effekt wie das Pusten, bloß vielleicht ein wenig brutaler. Wenn das fließende Wasser der Schlange ins Maul läuft, das können die auch nicht leiden, dann lassen sie auch oft oder meistens los und probieren abzuhauen. Ne? Und auch dann, wenn ihr das mit dem Wasserhahn macht, auch wenn es geht, die Hand ablegen, weil in dem Moment, wo sie liegt, wie gesagt, die Schlange die Möglichkeit hat, davon zu kriechen. Das sind die Maßnahmen beim Beutebiss. Ne? Wie gesagt, einiges blöder wie diese Abwehrbisse, wie wir gerade gesehen haben. Jetzt aber zum Titelthema eigentlich. Wir haben ja reingeschrieben, Wundversorgung. Was mache ich denn? Erst noch mal ein Punkt vorneweg. Ich glaube, als Terrarianer sollte man eine Tetanusimpfung haben. Würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch Schlangen zulegen wollt. Ich weiß nicht, vielleicht nicht bei der Babykorner, da müsst ihr vielleicht nicht gleich direkt zum Arzt und euch Tetanus impfen lassen. Aber sobald ihr größere Terrarientiere habt oder Tiere so in der Größe, die sowas anrichten, lasst euch Tetanus impfen. Das hat mir mein Arzt vor 30 Jahren oder was mal empfohlen gehabt und danach halte ich mich nach wie vor, beziehungsweise meine Mitarbeiter hier im Geschäft, denen sage ich auch, lasst euch Tetanus impfen. Ich glaube, das ist gut, wenn man Terrarientiere hat, ne? Nicht nur Schlangen, sondern auch Echsen, ja, Schildkröten vielleicht weniger, höchstens Wasserschildkröten, aber Schlangen, Echsen, Krokodile, beziehungsweise auch andere Haustiere, Katze, Hund. Ich glaube, Tetanusimpfung ist recht sinnvoll, würde ich euch nahelegen. Ansonsten solche kleinen Wunden hier, da ist nicht viel.
Ich denke, es ist sinnvoll, wenn man es mit so einem Antiseptikum, ne, das ist Betadin heißt es, oder Beta-Isodona oder wie die Dinger heißen, das ist alles so auf Jodbasis, ein Hautdesinfektionsmittel, kann man wegen so drüber kippen oder wegen mit dem Ceva. Also das würde ich als Versorgung machen, einfach damit die Sachen sich nicht entzünden, diese kleinen Wunden. Das würde ich euch empfehlen, auch wenn die Schlange Kleiweng größer ist, der Biss Kleiweng tiefer ist, in der Regel mit so Desinfektionsmittel sauber machen, wie gesagt, gegen Entzündung, dann seid ihr, was dies betrifft, auf der sicheren Seite. Wenn die Wunde deutlich mehr blutet, dass ihr den Eindruck habt, also ich bin vor, das ist jetzt auch schon fast 30 Jahre her, hatte ich glaube schon mal erzählt, bin ich mal von einem großen Netzpütern hier gebissen worden. Das hat dann geblutet bis irgendwann am Abend, also ist am Mittag passiert, am Abend hat es immer noch ziemlich stark geblutet. Dann bin ich doch zum Arzt oder ins Krankenhaus, dann musste man das nähen mit 2-3 Stichen, damit die Wunde einfach ein bisschen zu ist. Ne? Nähen lassen, auch desinfiziert mit irgendwas in der Art. Die Ärzte dort haben auch nach meiner Tetanusimpfung gefragt und dann war das auch erledigt. Das wäre so meine Vorgehensweise, die ich euch rate. Ihr könnt hinterher noch so ein Pflaster drüber machen, genau deswegen hier Pflaster. Also verfallt nicht in Panik. In der Regel ist es nicht schlimm. Das ist eigentlich auch Grund der Sendung. Ich möchte euch zeigen, dass so ein Schlangenbiss, also von mir reden natürlich die ganze Zeit von ungiftigen Schlangen, ganz klar, dass ein Schlangenbiss nicht sonderlich gefährlich ist. Und ich möchte euch da wegen so, also gerade den Einsteigern von euch, ne, am Anfang denkt man, wie ist denn das Gefühl, denen möchte ich das oder versuche ich hiermit einfach das bisschen zu zeigen und zu vermitteln. Natürlich möchte ich das auch nicht völlig runterspielen, ne, oder wenn ihr von einer größeren Schlange oder wenn ihr an einer blöden Stelle gebissen worden seid, das kann es auch mal geben. Ah, ja, zum Beispiel jetzt hier, die muss hier irgendwie ein Gefäß getroffen haben. Hier hat sich jetzt so ein kleiner Knubbel gebildet. Ne? Wenn die an eine blöde Stelle trifft, dann kann es sein, dass das auch mal stärker blutet oder wenn anschwillt oder so. Im Zweifelsfall geht natürlich zum Arzt, ne? Dass ihr hier den Film anguckt und sagt, naja, komm, ich bleib daheim, alles halb so schlimm und ihr habt doch irgendwie was. Also wenn ihr das Gefühl habt oder unsicher seid, dann geht natürlich zum Arzt, lasst danach gucken, ne? Nicht wegen so Kleinigkeiten wie hier, aber wenn es anfängt anzuschwillen, oder extrem anzuschwillen, ja? Und wie gesagt, ihr ein schlechtes Gefühl habt, geht zum Arzt. Betreffs Anschwillen auch noch ein letzter wichtiger Punkt. Es gibt auch Leute, die sind allergisch auf zum Beispiel das Eiweiß im Speichel der Schlangen, kann man allergisch sein. Also es gibt Leute, die reagieren ganz anders auf diese Bisse. Das ist ähnlich wie bei Insektenstichen oder bei anderen Sachen oder bei Lebensmittelallergien und was es alles gibt, kann man natürlich auch ganz anders reagieren und sowas wie anaphylaktischer Schock kriegen. Wenn euch was in der Richtung auffällt, dann ist natürlich alles, was ich hier gesagt habe, nichtig und ihr müsst natürlich dringend zum Arzt. Ne? Also so eine allergische Reaktion ist was, was ich jetzt hier in keiner Weise erwähnt habe, beziehungsweise was ich nicht damit meine. Wenn sowas in der Art ihr den Verdacht habt, dann müsst ihr natürlich dringend zum Arzt. Ich war jetzt auf der Suche nach irgendeinem Tier, das so ein Beutebiss macht, um das auch mal zu zeigen, habe nichts gefunden, habe es hier nochmal mit den Tigerpüderns probiert, habe jetzt hier aber noch einen ganz, ganz braven, gechillten erwischt. Also das kann ich euch hier jetzt leider nicht zeigen, aber kommt bestimmt auch mal wieder. Ihr seid ja alles Abonnenten von Reptil TV, wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, dann bitte einmal abonnieren und dann irgendwann kommt auch mal die Folge mit dem Beutebiss, dass ihr mal seht, wie das aussieht. Oder wenn es uns hier mal im Geschäft passiert, dass wir da mal die Kamera draufhalten. Was mich auch interessiert, was ist eure Erfahrung mit dem Gebissenwerden an sich oder beziehungsweise auch eure Tricks, wie sie loslassen. Ne? Wie gesagt, ich mit meiner Pusterei, andere mit dem Wasserhahn. Ganz früher hat man in den Büchern gelesen, Alkohol ins Maul träufeln. Ja, das finde ich eine radikale Methode. Die arme Schlange, wenn sie hier gleich so den Wodka oder den Whisky ins Maul kriegt. Vielleicht auch ganz schön. Eben, mal gespannt auf eure Tricks. Gebt mir einen Daumen hoch. Kommentiert unten. Bin gespannt auf eure Reaktionen. Und bleibt mir treu und checkt die Ballpythons, Schlangenbisse, Tigerpythons. Was immer ihr wollt.